erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Ich greife tief in die Tasche. Jeder von der Spackusbunk hat irgendwo noch Asche. Und die hol ich mir, die finde ich schon egal, wo sie liegt. Ich zieh euch aus, yeah, ihr Flaschen. Ihr werdet euch noch wundern, denn ich weiß zu überraschen. Du, keine Steuer, die es für mich nicht gibt. Die Gerd-Show. Die Gerd-Show war zwischen 1999 und 2005 eine Radio-Comedy-Show, in der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und andere Politiker parodiert wurden. Der kreative Kopf der Show war der Comedian und Stimmimitator Elmar Brandt sowie der Produzent und Autor Peter Burz. Elmar Brandt ist ein talentierter Stimmimitator. Er trainierte sich bis heute viele Stimmen an, darunter Jogi Löw, Peter Zwegert, Wolfgang Schäuble, Edmund Stoiber, Rainer Kahlmund, Dieter Bohlen, Marcel Reich-Ranicki, Arnold Schwarzenegger, Franz Müntefering, Per Steinbrück, Guido Westerwelle, Franz Beckenbauer, Joschka Fischer und seit 2005 auch die deutsche Stimme von Captain Blaubeer, Wolfgang Wölz, der in sehr, sehr vielen Filmen mitgewirkt hat. Ich meine, schaut euch das mal an. Elmar Brandt bekam durch die Gerd-Show 6 Auszeichnungen, 5 darunter waren Comedy-Preise. Und eine Auszeichnung bekam er vom Echo als beste Single, national. Peter Burz' Karriere begann als Sänger in einer Metalband, Steeler, mit der veröffentlichte er 4 Alben. Zeitgleich gehörte er zum Gründungsteam des Hardrocks-Fachmagazins Metal Hammer, das er von 1989 bis 1991 als Chefredakteur leitete. Ich habe mir früher viel Metal Hammer gekauft. Damals war es noch das aus dem Baum gemachtes Internet. 1995 leitete er auch das Emmy-Unterlabel Spin Records, das in Deutschland Künstler wie die Beastie Boys, Foo Fighters und Helge Schneider vermarktete. Schneider? Er fungierte außerdem als Manager des weltweit erfolgreichen Kinderprojektes Schnappi. 1999 begannen die zwei, bekannte Songs zu parodieren, indem sie das Instrumental nahmen und das mit der Schröder-Stimme zierten. Der erste Song FKK, Everybody Free to Wear, gar nichts, erreichte Platz 20 der deutschen Charts und war die höchstplatzierte Single, bis der erste und einzige Nummer 1 Hit kam, der Steuersong, der am 25.01.2002 direkt die Spitze der Charts eroberte. Für 18 Wochen. In Österreich erreichte er ebenfalls Platz 1, dort allerdings für 19 Wochen. In der Schweiz erreichte der Song nur Platz 18, dort blieb er für 10 Wochen. Der Steuersong verkaufte über 1 Million Datenträger und ging somit doppelt Platin. Auch das Album, das daraufhin erschien, Der Kanzler singt, war ein Erfolg. Wo die vorherigen Alben, Die Gerd-Show mit Gerd und Pferd, Platz 34, Einigkeit und Recht auf Freizeit, Platz 75 und Eddie und Gerd, Ein Kanzler und ein Halber, Platz 13 erreichten, erreichte das vierte Album, Der Kanzler singt, Platz 4 und hielt den Platz für 15 Wochen. In Österreich hielt sich das Album 7 Wochen auf Platz 27 und ging somit Gold. Der Kanzler singt war auch das einzige Album, das im Ausland die Charts erreichte und das einzige Album, das ich mir damals holte. Das fünfte und letzte Album der Gerd-Show, Greatest Hearts, Angie und Merkel, erreichte Platz 72. In dem Album Greatest Hearts übernahm Anne Onke die Stimme von Angela Merkel. 2005 nach der Abwahl von Gerhard Schröder wurde die Produktion für die Gerd-Show nach 1300 Folgen eingestellt. Anne Onke macht bis heute einen Podcast, die Super Merkel, und führt die Tradition somit weiter. Wird wohl bei der nächsten Wahl, bei dem neuen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, wohl eine neue Show entstehen? Die damalige Popularität werden sie wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Ich habe damals 2002 auch nur mit dem Steuersong angefangen, habe mir dann noch das Album geholt und dabei blieb es dann auch. Da sind 17 geniale Tracks von der Gerd-Show drauf, die ich bis heute tatsächlich noch höre. Damals als kleiner Junge, ich war 8 Jahre alt, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, ich habe die Musik durchs Haus geballert. Ich ging meinen Eltern auf die Nerven, ich ging meinen Schwestern auf die Nerven. Ich fand diese Songs einfach grandios. Damals habe ich sie nicht verstanden, heute ist das anders, heute verstehe ich sie immer noch nicht. Jetzt habe ich mir allein für dieses Video die ganzen Alben hier geholt, die ich nie anhören werde. Die jetzt irgendwo in der Ecke verstauben. 5 grandiose Alben und eine Single, die jetzt irgendwo bei mir in der Wohnung rumstehen. Es hat sich gelohnt, schätze ich.
Das ist ja wohl mal der Hammer, Leute. Kaum braucht man von euch mal ein bisschen Kies für Vater Staat, schon ist man beliebt wie Fußpilz. Dabei will ich nur euer Bestes, euer Geld. Hundesteuer, Tabaksteuer, Kfz und Ökosteuer habt ihr echt geglaubt, mehr kommt nicht. Umsatz- und Getränkesteuer machen zwar das Bierchen teuer, doch das ist mir noch zu wenig. Denn jetzt habt ihr mich gewählt und jetzt habt ihr den Salat. Ich bin noch mal ein paar Jahre euer Kanzler. Was du heute kannst versprechen, darfst du morgen wieder brechen. Und drum hole ich mir jetzt jeden einzelnen Geldschein. Euer Pulver, eure Kohle, euer Sparschwein. Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Ich greife tief in die Tasche. Jeder von der Sparkus bunkert irgendwo nach Asche. Und die hole ich mir, die finde ich schon egal, wo sie liegt. Ich zieh euch aus, yeah, ihr Flaschen. Ihr werdet euch noch wundern, denn ich weiß zu überraschen. Keine Steuer, die es für mich nicht gibt. Wie wär's denn mal mit einer Schlechtwettersteuer? Das gibt Satzschotter, nicht? Oder eine Haarfärbensteuer? Ah nee, besser nicht. Erdoberflächennutzungssteuer, Atemaufschlag, Luft wird teuer und ich bin noch lang nicht fertig. In Zeitarif fürs Essen kauen, Biosteuer aufs Verdauen, nichts ist mehr für lau, das geht nicht. Ich mach geile Politik, Qualität hat ihren Preis. Wer die Geldschuhe sehen will, der muss auch zahlen. Wie ich Einkommensspirat drehe, ich am Steuerrad. Bis das Sparen kauft doch öfters mal bei Lidl oder Pennymark oder Aldi oder mal gar nichts. Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Ich greife auch tief in die Tasche. Jeder von der Sparkus bunkert irgendwo noch Asche. Und die hole ich mir, die finde ich schon egal, wo sie liegt. Ich zieh euch aus, yeah, ihr Flaschen. Ihr werdet euch noch wundern, denn ich weiß zu überraschen. Keine Steuern, die es für mich nicht gibt. Steuern sparen ist ganz einfach. Ich zum Beispiel hab einen Chauffeur, da kann ich mir das Steuern sparen. Naja, ja, yo. Im Übrigen, kennt ihr den Unterschied zwischen dem mir und einem Hummer? Der Hummer wird beim Abkochen rot. Naja, ja, yo. Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Ich greife tief in die Tasche. Jeder von der Sparkus bunkert irgendwo noch Asche. Und die hol ich mir, die finde ich schon egal, wo sie liegt. Ich zieh euch aus, yeah, ihr Flaschen. Ihr werdet euch noch wundern, denn ich weiß zu überraschen. Keine Steuer, die es für mich nicht gibt. Achtung, Achtung, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bald ist große Krötenwanderung. Die Kröten wandern von eure in meine Tasche. Und wie wär's denn, wenn zum Beispiel die Arbeitslosen was abdrücken? Gibt doch so viele von denen.